Hallo Freunde und herzlich willkommen zum letzten Kampf in der Hinrunde der Season 2 der GPL gegen Marek aka Fnupa aka Cap Golord. Ja, wir kommen zum Team und ich muss sagen, ich hatte viel Angst vor seinem Team. Ich hatte vor allem Angst vor dem möglichen Klebenetz, denn ich weiß, dass Klebenetz mein Team ziemlich abfacken kann. Außerdem hatte ich gegen einige seiner Pokémon keine direkte Antwort, vor allem gegen seine beiden Wasser-Pokémon. Nämlich Milotic und Rotom Wash, die er natürlich beide dabei hat. Ja, ich habe kein vernünftiges Pflanzen- oder Elektro-Pokémon, was echt ein Problem ist. Und Rotom Wash ist sowieso immer nervig. Ansonsten hat er noch Galagladi, sein Mega... Wie heißt das? Ich will es immer Gekabo nennen. Ich habe sogar... Bei meinen Notizen habe ich sogar Gekabo genannt. Gewaldro. Und natürlich das Forstelka, weil ich glaube, fast alle Forstelka dabei haben. Aber, kommen wir zu meinem Team. Wir sehen mein Mega Bibor, wir sehen mein Snibona, welches den Leben obträgt. Wir sehen mein Assault Vest Slowking. Wir sehen mein physisch-defensives Donphan, das wir, glaube ich, bisher noch kein einziges Mal dabei hatten. Wir sehen mein Choiceback Tantrak und wir sehen mein Parfiness, beziehungsweise Aromatist, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und bei ihm, wie gesagt, Rotom Wash, das höchstwahrscheinlich Focus Sash Galvantula, das Milotic, das Postelka, Mega Gewaldro und Galagladi. Ich weiß nicht, was ich noch groß dazu sagen soll, außer dass wir einfach mit dem Kampf beginnen. Marek will mit mir kämpfen. Ich habe hier tatsächlich gedacht, logisch, dass er logischerweise mit Galvantula leidet. Aus Leiden und Leiden wurde leidet. Er leidet aber tatsächlich mit dem Galagladi und ich dachte mir, okay, ich bin schneller als Galagladi, wenn ich vorher protecte, das ist überhaupt kein Problem. Solange er jetzt nicht auf dem Schwertanz oder so geht, tut er aber nicht, er geht tatsächlich direkt auf das Erdbeben und ich dachte mir, okay, U-turns du raus, ist kein Problem, aber er ist gescarft. Outspeedet uns und ich dachte mir, okay, tschüss Mega Bibor, aber Mega Bibor überlebt mit 30 KP. Was mich natürlich sehr gefreut hat, also da vielen Dank an dich Mega Bibor, du bist ziemlich cool. An Jim the Knight natürlich. Hier stecke ich jetzt Wheelie rein, mein physisch-defensives Donphan, denn mein Gedanke war, okay, du kannst jetzt deine Stealth-Fox rausbringen, er sollte da nicht wirklich was gegen machen können und damit brichst du Sturdy von Postelka und den Focus-Sash von Voltula. Schick Tarnschein raus, er bleibt tatsächlich drin und geht weiter auf Erdbeben. Macht mir damit jetzt guten Drittel meiner HP weg, ist aber sonst okay, denn ich werde seinen Choice-Guffer damit los. Und, oh, Lag. Da war gerade ein Lag. Ich hoffe, der ist nicht im Kampf. Schickt hier Leia rein. Den Namen mag ich übrigens sehr gerne. Ich weiß nicht, das ist ein sehr passender Name irgendwie. Und ja, ich... Wenn es tatsächlich nur defensiv ist, dann hätte ich ein Siedewasser überleben können, aber ich wollte nichts riskieren. Und es macht auch keinen Sinn. Gehe ich hier stattdessen in Lashoking, denn ich dachte mir, okay, Lashoking sollte alles von dem Ding wegstecken können, selbst wenn ich geburnt werde. Er kriegt hier den Crit. Aber das Problem ist, er hat hier den Heiß Orb und hat dadurch, ich glaube, einen Notschutz als Fähigkeit, was seine Verteidigung eine Stufe erhöht. Ich gehe hier auf Psychoschock. Es hat mich geärgert, dass ich nicht, wie ich eigentlich wollte, Psychokinese auf das Lashoking getan habe, weil ich mir dachte, das wäre hier noch ein bisschen nützlicher. Aber ich weiß auch, dass Lashoking hier vermutlich nicht mehr allzu viel machen kann, wechsel deswegen Lashoking raus und schick stattdessen Pestilenz rein, denn selbst ein Eisstrahl dürfte mir von dem Ding nicht allzu viel anhaben, außer er ist tatsächlich 252 in der Spezialoffensive, aber dann hätte ich ihm mehr Schaden gemacht. War zumindest meine Vermutung. Er geht hier auf die Genesung, die habe ich predicted. Geht hier auf den Eisstrahl und ich wollte wissen, macht es die Hälfte? Nein, ich kann locker noch einen davon tanken. Bin hier auf den Donnerblitz gegangen, denn ich wusste, ein Donnerblitz ist ein Two-Hit und ich wollte mich nicht in Draco-Meteor locken und dadurch meinen Spezialangriff verlieren. Denn für den Fall, dass er mich outspeedet, bevor ich ausgegangen bin, dann hätte sich das nicht gelohnt. Also geht er hier auf die Genesung, ich gehe einfach auf den Donnerblitz. Und ja, das können wir jetzt so weitermachen. Allerdings mache ich ihm mehr Schaden, als er sich hochheilt jede Runde aufgrund seines Burns. Deswegen würde er irgendwann daran draufgehen. Opfert deswegen hier an dieser Stelle sein Milotic, geht nochmal auf den Eisstrahl. Hat vielleicht auf einen Crit oder einen Freeze gehofft. Und ja, ich muss sagen, seit dem Kampf gegen Tim, glaube ich, war das, der den Freeze bekommen hat, war ich leicht nervös wegen Freezes. Ja, ich krieg hier den Crit, der natürlich nicht gemattert hat. Jetzt schickt er Achmel rein.
Und ich dachte mir, okay, wenn er auf Dragon Pulse geht, hat er kein, macht er damit auf jeden Fall keinen Schaden an meinem Sweetheart, meinem Puffiness. Überhaupt hätte ich locker zwei Angriffe getankt von allem, was er hat, laut dem Damage Calculator, den ich habe laufen lassen. Was mich jetzt aber sehr überrascht hat, ich hatte hier übrigens Angst vor einem Delegator, hat aber nicht benutzt. Er ist ein physisches Mega Sceptile, ganz offensichtlich. Was für mich noch viel besser ist, denn mein Puffiness ist physisch defensiv und muss deswegen keinerlei Angst haben. Hier wechselt er jetzt raus und geht offensichtlicherweise in seinen Fostelka. Weswegen ich auf den Wish gegangen bin, denn selbst wenn er jetzt noch irgendeinen anderen Angriff gehabt hätte, hätte ich es mir mit dem Wish rausgeheilt. Und hier war ich mir jetzt nicht sicher, was macht er? Legt er einfach die Tarnsteine raus oder geht er auf den Voltwechsel bzw. Gyroball? Ich wollte eigentlich Mega Bibor reinschicken und Mega Bibor wieder hochheilen. Da ich allerdings Angst hatte vor einer offensiven Attacke, bin ich stattdessen in Pestilenz gegangen, weil ich mir dachte, dass ich einen Voltwechsel eigentlich tanken können müsste. Er geht aber auf die Tarnsteine und ab jetzt kann ich Mega Bibor nicht mehr reinbringen, ohne es zu opfern. Denn wir würden einfach an den Tarnsteinen sterben. Hab jetzt aber wieder ein fast vollgeheiltes Pestilenz. Wechsel hier in Lashoking, seinen Voltwechsel predictend. Denn ja, warum drinnen bleiben, es wäre relativ sinnlos gewesen. Ich weiß, dass Lashoking alles tanken kann, was er reinschickt. Und wäre ich mit Pestilenz geblieben, hätte er einfach sein Gewaltruhr reinschicken können, hätte mich dann rausgescared und bah. Er schickt aber Skulltula rein. Sein Voltula. Und ich denke mir, okay, der Sash ist gebrochen, falls ihr den trägt. Ein Flammenwurf dürfte das Teil jetzt garantiert rausnehmen. Er benutzt hier das Klebenetz. Ist inzwischen nicht mehr ganz so wichtig, muss ich zugeben. Ich habe zu diesem Zeitpunkt im Game keine Angst mehr vor dem Klebenetz und nehme Skulltula hier raus. Unglaublich gut für mich. Denn das Teil ist weg. Es hätte in meinem Team ziemlich gefährlich werden können, jetzt aber nicht mehr. Jetzt schickt er Achmel rein und ich wusste, wenn er nicht crittet, überlebe ich noch einen Angriff. Er geht hier aufs Erdbeben und ich überlebe mit 46 HP. Gehe mit dem Eisschein rauf, nehme es raus und er hat mir zu diesem Zeitpunkt erzählt, er hat einen Switch von mir predicted. Ich habe aber nicht geswitcht und konnte einfach auf den Eisstrahl gehen. Das Toxin kommt durch, ich hatte Angst, Lashoking geht drauf, aber Lashoking bleibt mit 10 HP, HP, wie auch immer, stehen. Hier schickt er jetzt Zonicum rein, sein Rotom Wash und ja, Rotom Wash kann mir nichts anhaben. Kann vermutlich Hydropumpe, ehrlich, Voltwechsel und noch irgendwas, vielleicht Erholung, wenn es ein... wenn es ein Chest Arrest to Set ist. Ich gehe hier in Sweetheart, einfach um Wish rauszukriegen. Ich greife mit der Hydropumpe an, trifft auch. Und macht mir oben bei 81 HP Schaden, beziehungsweise ziemlich genau 81 HP Schaden. Hat die Überreste, heilt sich hoch, ich auch. Ich gehe hier zur Sicherheit nochmal auf ein Schutzschild, um noch mehr Überreste zu bekommen. Denn wer weiß, Min-Max Damage und so, ich wollte das hier auch nicht unbedingt kalten. Aber jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass ich noch eine Hydropumpe tanken kann, wenn sie denn connected. Wir wissen ja, Hydropumpen verfehlen auch gerne mal. Geh deswegen... Oh, das ist... Überreste-Runden dauern immer so lange. Geh deswegen hier in dieser Runde jetzt auf den Wish. Durch den Wechsel hat sich auch die Regenerator-Fähigkeit von meinem Lashoking aktiviert. Und deswegen weiß ich, ich kann Lashoking hier einfach reinschicken. Es wird ein Angriff tanken, egal was er einsetzt, und kann dann durch den Wish noch weiter hochgeheilt werden. Allerdings habe ich jetzt, ich glaube, zwei Pokémon, die ich nicht mehr reinschicken kann, ohne dass sie an den Tarnstein draufgehen, bei dem bin ich mir gerade gar nicht so sicher bei Aromatis. Schicke hier also einfach Lashoking rein. Lashoking nimmt natürlich den Stealth Rock Damage. Ist im Klebenetz gefangen, aber was soll's. Er greift ja mit der Hydropumpe an. Und ja, wir stecken die weg. Überleben mit 31 HP. Der Wish kommt durch, heilt uns wieder. Nicht fast voll, aber auf gute 2 Drittel nach dem Toxin ungefähr. Ja, doch, 2 Drittel kommt ziemlich genau hin, denke ich. Und der Voltwechsel hier war ziemlich leicht zu erwarten. Bin deswegen auf den Flammenwurf gegangen. Denn der Flammenwurf wehrt das Fostelka auch One-Shotten. Da der... Na, wie heißt's? Da Sturdy jetzt gebrochen ist. Oder auch schon davor gebrochen war, aber halt wegen dem Tarnstein gebrochen war. Und jetzt hat er nur noch seinen Rotom Wash und an dieser Stelle wechsle ich aus, denn es steht momentan 6:1 für mich und ich wollte so gerne diese Rückrunde mit einem richtig schönen 6-0 beenden zu dem Zeitpunkt.
Wechsel deswegen einfach in mein Tandrak. Man kann das vielleicht als ein bisschen als verspottend, wenn man so will, bezeichnen, dass ich hier nochmal auswechsel. Aber hey, ich kann zumindest, wenn ich so die Möglichkeit habe, mit einer guten KDA rausgehen. Er greift hier mit dem Voltwechsel an und ja, wir wissen natürlich, der Voltwechsel macht uns keinen Schaden. Wir resisten das, wir haben einen echt guten, speziell defensiven Bulk. Und der auch noch gut in die HP investiert. Gehe hier jetzt, während er mit seinem Ehrlicht misst, was schon so ein bisschen gemein war, auf die Matschbombe. Denn zwei Matschbomben nehmen das Rotom Wash raus. War trotzdem ein guter Kampf, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht mal genau, wo ich sagen würde, da hat er einen großen Fehler gemacht. Er hat vermutlich einfach tatsächlich die Bulkiness von Lashoking unterschätzt. Machen viele. Vor allem denken viele, ja, das Ding hält zwar speziell viel aus, aber physisch gar nicht so viel. Man sieht, es hält tatsächlich auch physisch gut was aus. Aber speziell der erste Schachzug, wenn man so will, mit dem Erdbeben, mit dem gechoisten... Na, Galagladi, was übrigens als Counter gegen mein Slibunna gedacht war, war ziemlich gut von ihm. Ich hätte vermutlich mit Galvantula geleadet und einfach das Klebenetz rausgebracht, aber ich kenne seine Teamdynamik nicht, ich weiß nicht, was er genau vorhatte. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das Match gefallen hat. Ich habe bereits mein Team für die Rückrunde bereitgelegt. Ich weiß nicht, wann ich dazu ein Video machen werde, vermutlich kurz bevor die Rückrunde anfängt. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren und bewerten. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.